Das Wasserwerk Ost der Stadtwerke Dessau hatte im Rahmen des Internationalen Tages des Wassers geöffnet. Von den Vereinten Nationen wurde dieser internationale Tag 1992 ins Leben gerufen und wird jedes Jahr am 22. März begangen. Unter einem jährlich wechselnden Thema werden dabei der Schutz der Wasservorkommen und deren nachhaltige Nutzung ins Bewusstsein gerückt. Das Motto des diesjährigen Weltwassertages lautet also Wasser und nachhaltige Entwicklung. Für die Besucher des Wasserwerks hatten die Mitarbeiter der Dessauer Wasser- und Abwasser GmbH ein interessantes Rahmenprogramm zusammengestellt. Die Gäste, die kriegen einen Einblick in unsere tägliche Arbeit, ja, wie das Wasser gereinigt wird und letztendlich zum Kunden auch transportiert wird. Natürlich wurden von den Mitarbeitern auch Führungen angeboten. Dabei vermittelten die Fachleute Wissenswertes über die vielfältigen Prozesse, die das Wasser rund um die Uhr durchläuft. Im Rahmen der Besichtigungen wurden auch die komplexen Abläufe eines Wasserwerkes nachvollziehbar. Also das fängt ja an mit der Rohwasserförderung. Die Brunnen sind in Waldersee, in der Wasserfassung. Wird hierher gepumpt, das Rohwasser. Im Wasserwerk selbst, als erster Standort ist das Klärbecken. Da ist der Rohwasserzähler. Die Menge, die da durchgeht, entscheidet über die gesamte Aufbereitung, über die Zuschlagstoffe, die wir dazugeben. Von hier aus geht es dann ins Klärbeckenhaus, die erste Aufbereitungsstufe. Da wird Wasser erstmal, ich nehme mal eine Probe bei unseren Zuschauern oder bei unseren Besuchern, das ist Rohwasser ist noch recht sauber. Als nächster Schritt machen wir es richtig dreckig, damit es sauber wird. Weil das Eisen, das gelöste Eisen, das sieht man nicht, erst wenn es dann oxidiert wird oder belüftet wird, ja, wie zu Hause beim Brunnen auch, wird das Wasser praktisch erst sauber, dann rot und nachher wird es sauber nach der Filterung. Wichtig war es ebenso, den Besuchern zu erklären, woher das Wasser stammt. Im Dessauer Wasserwerk Ost bedient man sich nämlich nicht nur an einer einzelnen Wasserquelle, sondern mehreren verschiedenen, wie Peter Strauch erläuterte. Also hier in Dessau, im Dessauer Wasserwerk Ost, bekommen wir das Wasser aus der Wasserfassung Waldersee. Ja, das ist aus der Muldeaue. Das hat viel Eisen drin und viel Kohlensäure. Ja, deswegen ist die Aufbereitung hier ein bisschen komplexer. Wir kriegen das Wasser von Wasserwerk Quellendorf, aus der Wasserfassung Quellendorf. Ja, da haben wir sechs Brunnen, sechs Tiefbrunnen, die sind so circa 20 bis 30 Meter tief. Und als drittes Standbein haben wir noch die Fernwasserversorgung, die Einspeisung. Die wird in Quellendorf im Wasserwerk wird das gemischt und in mehreren Punkten in Dessau eingespeist. Ja, da kommt die Leitung, die Transportleitung von Quellendorf, speist in Dessau Süd, Ziebig und so. Also die kriegen dann schon Quellendorfer Mischwasser. Den Besuch im Wasserwerk konnte man dann an der hauseigenen Wasserbar ausklingen lassen. Dort konnte man sich bei Verpflegung von der Wasserqualität selbst überzeugen. Das komplette Programm von RAN 1, Ihrem Heimatsender mit Reichweite, sehen Sie täglich über Satellit, im Kabel, über Antenne und online.